Der Mann des Schattens auf der Suche nach dem Abendrachen ist noch nicht zurückgekommen. Der Herd der Finsternis grollt. Helba, Königin der Finsternis, stellt schließlich ein Heer auf. Alparun, König des Lichts, grüßt sie. Und sie treffen sich am Fuße des Regenbogens. Die verfluchte Welle muss gemeinsam bekämpft werden. Der See von Alba brodelt. Der große Baum des Lichts fällt. Alle Macht zerfällt zu Tropfen im Tempel von Arche Köln. Wesen ohne Schatten, ihre Welt zerfällt zu nichts. Der Mann des Schattens auf der Suche nach dem Abendrachen kehrt niemals mehr zurück.